Domradio. Neues aus Kirche und Religion. Der neue Fuldaer Bischof Michael Gerber hat an das europäische Wirken des heiligen Bonifatius erinnert. Im Zeitalter des Brexit habe der aus Britannien stammende Mönch nicht nur für seine Landsleute, sondern für uns alle eine wichtige Botschaft, schreibt Gerber in dem Magazin Basis. Zieht euch nicht zurück auf die Insel, ob im wörtlichen oder im übertragenen Sinne, so Gerber. Ein ungeordneter Brexit ist noch einmal verhindert worden. Großbritannien hat nun Zeit, bis zum 31. Oktober den Brexit zu organisieren. Der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki hat die Debatte über die Kostenübernahme des vorgeburtlichen Trisomie-Bluttests kritisiert. Kardinal Wölki sagte in einem Interview: Die Praxis zeigt leider, dass heute etwa 90% aller Kinder, bei denen durch den Test das Down-Syndrom festgestellt wird, abgetrieben werden. Und das ausgerechnet jetzt, da die Fördermöglichkeiten so gut sind wie nie zuvor und wir immer wieder darüber staunen können, was für liebenswerte und zum Teil auch verblüffend kreative Menschen heranwachsen. Solche grundsätzlichen Fragen des Lebens zeigen, ob wir es wirklich ernst meinen mit der Würde eines jeden einzelnen Menschen, ungeachtet seiner Fähigkeiten, seiner Fitness, seines volkswirtschaftlichen Nutzwertes. Kardinal Wölki zur Debatte der Kostenübernahme der Bluttests. Das ganze Interview der Kirchenzeitung Köln mit Kardinal Wölki finden Sie zum Nachlesen auf domradio.de. In der Frage der vorgeburtlichen Untersuchungen auf das Down-Syndrom gehen die Positionen der evangelischen und der katholischen Kirche auseinander. Die evangelische Kirche in Deutschland sprach sich dafür aus, Bluttests auf Trisomie unter bestimmten Bedingungen zur Kassenleistung zu machen. Die katholische Deutsche Bischofskonferenz warnt vor vorgeburtlichen Routineuntersuchungen auf das Down-Syndrom. Der Bundestag debattiert heute über die Frage, ob pränatale Trisomie-Bluttests künftig von den Krankenkassen bezahlt werden sollen. Weitere Informationen zu dem Thema finden Sie auf domradio.de. Zum Beginn der Parlamentswahlen in Indien warnt das internationale katholische Missionswerk Missio München vor wachsender Unterdrückung der religiösen Minderheiten. Besonders Christen und Muslime werden immer wieder zur Zielscheibe von Angriffen, beklagte Missio-Präsident Wolfgang Huber am Mittwoch. Ende März hätten rund 200 radikale Hindus eine katholische Schule im Bundesstaat Tamil Nadu gestürmt und verwüstet. Mehr als 900 Millionen Menschen sind in Indien zur Wahl aufgerufen. Am 23. Mai werden die Stimmen ausgezählt und wenig später die Resultate bekannt gegeben. Neues aus Kirche und Religion. Auch im Internet. domradio.de.